Willkommen zum Rift Report, eurem knackigen LoL-Patch Rundown-Format, bei dem ihr die offiziellen Changes von Riot direkt zum Release bekommt. Also schneidet euch an und lehnt euch zurück, denn wir haben mal wieder einen relativ langen Rundown vor uns. Starten wir direkt mit den Champion-Buffs. Seitdem Jarvan nicht mehr einfach 120 Ability Haste bauen kann, ist er ehrlich gesagt ziemliche Grütze. Deshalb bekommt er nun mehr Armor pro Level und einen viel niedrigeren Q-Cooldown auf den späteren Rängen. Red Cain braucht scheinbar mehr Heilung, zumindest wenn es nach Riot geht, denn er bekommt mehr Passiv-Healing. Das Ganze funktioniert dadurch, dass sein Passiv-Healing nun auch mit Bonus-Health skaliert. Dazu wird auch das Healing seiner Ult ein gutes Stück gebufft. Kog'Maw die Gatling Gun bekommt endlich auch mal Buffs. Zum einen wird der Bonus-Movement-Speed während seiner Passive erhöht, zum anderen entspricht die Cast-Zeit des Q nun der von Kog'Maws Auto-Attack. Dazu slowt er eh auf allen Rängen wesentlich mehr und die Ult hat dazu auch noch ein besseres Bonus-AD-Ratio. Rek'Sai war nach ihren Adjustments nicht besonders überzeugend, sie bekommt daher zahlreiche Quality of Life und Bug Changes. Ihre Auto-Animation ist nun schneller, das gleiche gilt auch für ihren Q, dessen Autos ihr nun nicht mehr in der Mitte des Autos canceln könnt. Dazu stackt der Q nun auch Sphere of Shojin. Ihr W knockt nun alle großen Monster hoch und damaget auch Gegner, die nicht noch einmal knocked up werden können. Ihr E bekommt dazu mehr Max Health Damage auf den frühen Rängen und die Ult bekommt mehr Base Damage als auch ein besseres Missing Health Scaling. Wann habt ihr das letzte Mal eine Sivir gesehen? Wie ich wahrscheinlich gefühlt vor einem Jahrhundert. Daher bekommt sie nun 4 zusätzliche Base Armor, ein Buff, der aus meiner Sicht richtig saftig aussieht. Auch das Stack-Monster Vega wird angepasst, er bekommt 5% mehr AP-Ratio auf seinem Q und der Ult-Cooldown geht auf den ersten beiden Rängen runter. Yasuos und Kalistas Albtraum aka Vex bekommt auch noch einmal Buffs. Sie darf sich über mehr Base-Damage und ein besseres AP-Ratio auf der Passiven freuen. Dazu bekommt man nun, wenn man mit dem E-Units killt, einen Cooldown-Refund auf der Passiven. Zu guter Letzt wird Wukongs Passive gebufft. Sie gibt nun weniger Stacks, die Werte der Bonus-Armor und des Bonus-Healing sind jedoch unverändert, dazu fallen die Stacks nun einzeln und nicht mehr alle auf einmal ab. Bevor wir zu den Champion-Nerfs kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welchen Champion hätte Riot eurer Meinung nach in diesem Patch unbedingt buffen sollen, hat das Ganze aber nicht getan. Schreibt euren Pick doch gerne mal in die Kommentare. Damit aber ab zu den Champion-Nerfs und dort zu Belveth, denn sie ist weiterhin im High-Elo-Bereich extrem broken und kriegt daher nun eine leichte Nerf-Schelle. Der Passiv-Bug, der ihr pro Voidcrab 3 anstatt 2 Stacks gegeben hat, ist nun removed, was tatsächlich ein relativ ordentlicher Nerf ist. Dazu wird die Damage Reduction ihres E vor allem im Late Game massiv runtergeschraubt. Brand ist in der Midlane im niedrigen Elo-Bereich zu stark, weshalb der Cooldown seiner Ult und der Base Damage runtergeht. Dazu bufft man jedoch seinen Monster Damage im Jungle wieder mal ein kleines Stück hoch. Auch Evelynn ist in den hohen Rängen deutlich zu stark, weshalb man ihr nun 5% AP Ratio auf den Q nimmt. Maokai kriegt nun den vierten Nerf hintereinander, nachdem er auch nach 3 Nerfs weiterhin die höchste Winrate im gesamten Spiel hatte. Er verliert 5 Base Movement Speed und der W-Cooldown geht um eine Sekunde hoch. Maokai Jungle darf sich allerdings über mehr Bonus Monster Damage auf den frühen Rängen des Q freuen. Nidalee war nach ihren kürzlichen Buffs extrem stark. Sie verliert daher 5 Base Movement Speed und 10% Bonus Q Takedown Damage auf Hunted Zielen. Senna ist sowohl als Support als auch als ADC in praktisch allen Rängen extrem stark. Daher verliert sie nun 10% Bonus AD Scaling auf ihrem Q. Nachdem APTF bereits seine Nerfs kassiert hatte, geht man nun auch nochmal ADTF an. Der E gibt nun weniger Bonus Attack Speed und das Bonus AD Ratio wird von 75 auf 20% komplett gegattet. Mein meistgehasster Champion aka Vayne kriegt endlich mal eine schon seit Ewigkeiten anstehende Nerfschelle. Sie verliert passiv Movement Speed, wobei der zusätzliche Movement Speed während ihrer Ult unverändert bleibt. Dazu geht allerdings der Cooldown auf den frühen Rängen des Q ordentlich hoch. Yorick, die Splitbush-Legende, ist ein absoluter Low-Elo-Zerstörer und wird daher nun genervt. Der E-Bonus-Damage geht um 10% runter, dazu hat ihr Maiden nun zwar mehr Armor und MR, dafür bekommt der Maiden nun vollen Damage von AOE-Damage. Zac Toplane war die letzten Patches absolut hidden OP, daher reduziert man dort nun den W-Damage ab dem dritten Punkt in der Fähigkeit. Allerdings muss ich ehrlich zugeben, dass ich nicht glaube, dass diese Nerfs ausreichen werden. Bei den Champion Adjustments geht Riot nun Seraphine APC an und bufft sie gleichzeitig als Support. Lieber Sola, du musst jetzt tapfer sein. Ich weiß, es ist eine sehr schwere Zeit für dich und du wirst, ja, ich glaube,
tatsächlich mal ADCs spielen müssen. Spaß beiseite. Zunächst einmal werden ihre Base-Stats angepasst. Hierbei bekommt sie zwar 5 mehr Base-Movement-Speed, dafür verliert sie 50% ihrer Mana pro Level und 5 Base-AD. Da Supports stark mit Mana-Regeneration arbeiten, geht diese aber ordentlich hoch. Ihre Passive macht nun weniger Base-Damage und hat ein schlechteres AP-Ratio. Entscheidenderweise ist der 300% Minion-Damage-Modifier jedoch komplett entfernt worden. Ihr Q-Cooldown geht im Early-Game runter, dafür im Late-Game jedoch hoch. Dafür ist die Missile-Speed ein kleines bisschen besser und der Base-Damage wird minimal gebufft. Auch der Missing-Health-Damage-Amp wird leicht verbessert. Entscheidenderweise steigen jedoch die Mana-Kosten auf den späteren Rängen drastisch. Der Damage-Amp funktioniert dazu auch nicht mehr auf Minions und Monstern. Der Q verhindert dazu auch nicht mehr, dass Minions während dem Flug nicht sterben können. Zu Seraphinen Support-Buffs gehören natürlich auch saftige W-Buffs. Der Early-Game-Cooldown geht massiv runter, ist dafür jedoch auf Rang 5 ein kleines Stück schlechter. Die Mana-Kosten als auch der Base-Sheet werden gebufft, dafür geht jedoch das AP-Ratio des Movement-Speeds um 50% runter. Dafür gibt es aber tatsächlich saftige APC-Seraphinen-Buffs auf dem E, das heißt der Cooldown ist nun statt 10 Sekunden flat 11 bis 9 Sekunden und auch die Mana-Kosten gehen deutlich runter. Dafür sind AP-Ratio und Slow-Duration ebenfalls gebufft. Nur den Minion-Damage, den nerft man. Ihre Ult muss allerdings ebenfalls einbüßen und verliert 20% AP-Ratio und hat nun auch auf den letzten beiden Rängen einen deutlich höheren Cooldown. Der beliebteste Champ im Game, aka Smoda, wird auch nochmal angepasst. Sein drittes Q-Upgrade hat nun keinen Flat-Max-Health-Damage mehr, stattdessen skaliert das Ganze nun mit Bonus-AD, AP und Passiv-Stacks. Sein E skaliert nun auch nicht mehr mit Crit-Chance, sondern mit Passiv-Stacks. Zu guter Letzt verliert die Ult ordentlich Base-Damage, der Sweet-Spot-Damage-Multiplier geht jedoch ein gutes Stück hoch. Dazu verliert der Self-Heal zwar ein kleines bisschen an Base-Wert, skaliert dafür nun aber mit Bonus-AD. Bei den Items wird Celestial Opposition gebufft, dort heißt es, der Cooldown geht runter und die Slow-Duration als auch die Slow-Strengths werden ein gutes Stück gebufft. Dreammaker bekommt statt Flat Damage Reduction und Flat Bonus Damage nun Scaling-Werte, die im Early Game ein extremer Nerf sind. Solstice Slay war bekanntermaßen komplett busted, daher kriegt das Item nun eine ordentliche Nerf-Schelle. Der Cooldown geht um 10 Sekunden hoch und auch die Bonusleben sind nun kein Max-Health mehr, sondern Flat-Werte. Dazu wird auch der Bonus Movement Speed um 5% genervt. Frozen Heart war weiterhin auch nach den ersten Nerfs das beste Tank-Item im Spiel und verliert daher noch einmal 5 Armor, kostet dafür aber auch nochmal zusätzlich 100 Gold mehr. Heartsteel bufft man auch nochmal, das Item verliert etwas Proc Base Damage, allerdings skaliert dieser Proc nun wesentlich besser mit Item Bonus Health. Spear of Shoshin gibt nur noch einen Stack pro Spellcast und nur noch einen Stack pro Sekunde bei Dot Abilities. Attack-basierte Spells geben nun ebenfalls Stacks und auch der Damage wird durch den Spell-Amp verbessert. Champion-Passiven, die als Damage zählen, zählen allerdings nicht mehr als Stack. Sunfire Aegis bekommt 50 mehr Leben und der Immortal Base Damage ist leicht gebufft. Lich Bane verliert 5% AP-Ratio auf der Spellblade-Passive und Storm Surge bekommt 3% mehr Movement-Speed. Zu guter Letzt bufft man auch nochmal Rocket Belt, das heißt das Item wird nun 100 Gold teurer, gibt dafür allerdings auch 10 mehr AP. Das war's tatsächlich schon wieder für diesen Rift Report. Falls ihr das Ganze noch nicht getan habt, drückt unbedingt den Subscribe-Button, denn jeden zweiten Dienstag um 20 Uhr gibt es hier die offiziellen Changes von Riot. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked gerne das Video, so wisst ihr, was ihr feiert und was nicht. Bis zum nächsten Rift Report. Möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.